Morgenstund im Allgäu. Der große Alpsee reserviert für den Größten. Derzeit auf der Langdistanz für den dreimaligen Hawaii-Weltmeister Jan Frodeno. Und für seinen kanadischen Herausforderer Lionel Sanders die Inszenierung eines nie dagewesenen Zweikampfs. Let's get ready to rumble. Ein Duell um den Sieg, auch ein Kampf um einen neuen Rekord über die längste Distanz im Triathlon. Alles andere als ein Ausflug mit dem Bötchen. Der Countdown und um 9 Uhr geht's kopfüber rein ins gut 7,5-stündige, zweifelhafte Vergnügen. Der Alpsee nur 18 Grad warm, deswegen das Schwimmen im Neoprenanzug, was beide schneller macht. 3,86 Kilometer aufgeteilt in 4 Runden. Zur besseren Orientierung, speziell für den schlechteren Schwimmer Sanders, ist unter Wasser eine Leine gespannt. Der Kanadier pflügt von Anfang an durch den See im Oberallgäu Frodenos Technik. Sauberer, lange Züge, auch an den bewusst weit gezogenen Bojen, verliert der 39-jährige Wahlspanier keinen Speed. Zur Mitte der Schwimmdistanz ergibt sich folgendes Bild. Frodeno liegt knapp 2,5 Minuten vor Sanders, braucht durchschnittlich 1 Minute 13 für 100 Meter, was ihn auf Rekordkurs hält. Der Vorsprung vergrößert sich auch auf der zweiten Hälfte kontinuierlich. Das rote Kajak begleitet Frodeno schon zur Rampe, um danach so schnell wie möglich aufs Rad zu kommen. Die neue Zeitfahrmaschine wartet auf den Einsatz, aber bei Mr. 100% fehlt diesmal die gewohnte Perfektion im Handling, sei's drum. Konkurrent Sanders wuchtet sich aus dem Wasser, der Körper muss sich an die Vertikale wieder gewöhnen, aber die Abläufe beim Kanadier in der Wechselzone 1 sitzen etwas besser. Frodeno fährt bereits auf der gesperrten B19, als der Abstand nach dem Schwimmen eingeblendet wird. Es sind genau 5 Minuten. Von nun an 180 Kilometer im Sattel auf dem Hightech-Gerät, 5-mal die Bundesstraße rauf und runter, von Sonthofen im Süden bis Herzmanns im Norden, eine Rollerstrecke ohne nennenswerte Steigungen. Das Tri-Battle, auch ein Versuch mit Daten transparent umzugehen. Puls und Wattzahlen sollen live gezeigt werden. In diesem Moment tritt Frodeno 300 Watt bei knapp 60 km/h. Es geht leicht runter. Im grünen Dress Lionel Sanders in seiner stärksten Disziplin. Achtung, kurzes Spektakel, der Wendepunkt als Steilkurve. Für den Rekord werden erlaubte Maßnahmen genutzt. Ansonsten ist es purer Sport ohne Pacemaker mit Windschattenverbot. Also keine Laborbedingungen. Sanders kommt hier ins Straucheln. Zuschauer müssen auf Abstand bleiben, während die Triathlon-Community weltweit online im Netz und auf der Rolle zu Hause mitbiken kann. Nach 80 Kilometern auf dem Rad kommt der deutsche Sommer ins Spiel. Sanders simuliert Hitzebedingungen oft auf dem Ergometer in der Sauna. Und von Frodeno weiß man, dass er alles beherrscht, nur keine kühle Nässe mag. Die Weltbestzeit des Deutschen aus 2016 in Rot steht bei 7 Stunden 35 Minuten und 39 Sekunden. Der Rekord wackelt. Trotz Regens liegt Frodeno auf Kurs. Sanders folgt mit knapp 7 Minuten Rückstand. Frodeno hat die 180 Kilometer so schnell wie noch nie bewältigt, bleibt unter 4 Stunden und unter Rekordzeit. Rein in die Schuhe, rauf auf die Strecke, jetzt noch ein Marathon. Mit gebührendem Abstand Lionel Sanders 8 Minuten zurück. Rund um Burgberg liegt diese topfebene Strecke, 4-mal sind 10,5 Kilometer zu laufen. Und die wichtigsten Fragen zu Beginn. Wie kommen beide in den Laufrhythmus nach 4 Stunden gebückter Haltung? Was macht Frodenos neuralgischer Punkt der Rücken? Antwort: Beides sieht gut aus. Das Tempohumpeln ist eins von Sanders Markenzeichen. Keine Sorge. Sorgen auch nicht beim deutschen Großmeister bis zum Ende der ersten Runde. Dann das. Sturz auf die linke Hüfte. Einige Minuten wirkt das Problem nach, bis Frodeno dann wieder rund läuft. Wie kurz drauf zu sehen ist. 11 Kilometer vor dem Ziel. Frodeno wie ein Uhrwerk spult jeden Kilometer im Schnitt in 3 Minuten 50 ab. Sanders ist nur minimal langsamer. Die letzten Meter eines Triumphes. Jan Frodeno gewinnt das Duell mit Sanders als Start-Ziel-Sieg. Den Kampf gegen die Uhr auch. Sein neuer Fabelrekord 7 Stunden, 27 Minuten und 53 Sekunden. Knapp 8 Minuten schneller als vor 5 Jahren. Umwerfender Wahnsinn. In der Tat, es war ein schwerer Arbeitstag heute. Heute war ich in der Tat etwas übermotiviert, vielleicht etwas schnell losgelegt. Wobei, ja,
die Bedingungen auf dem Rad dann auch irgendwann ziemlich schwierig wurden. Also mir wurde dann ziemlich kalt, aber dahin gelabert. Was ein Tag. Ich bin so glücklich, obwohl ich so fertig bin. Es ist so ein unglaublicher Mix an Gefühlen. Lionel Sanders bricht auf den letzten 5 Kilometern ein, quält sich ins Ziel und kommt 16 Minuten nach Frodeno an. Der Kanadier, völlig erschöpft, kann erstmal kein Interview geben. Im Allgäuer Dauerregen setzt Frodeno eine neue Marke für die Zukunft und zeigt, dass er auch mit knapp 40 der größte Triathlet seiner Zeit ist. Hawaii im Oktober kann kommen.